haben sich schön gestellt und Caroline Schallock verkürzt auf 8. Im ersten Spiel des Blitzturniers in Schwerin, VfL Bad Schwartau gegen Rostock HC, Spielstand 8:5. Und das war eine schöne Finte von Caroline Schallack mal auf Außen, scheitert aber an Charlene Röhr. Und da hat sie ein wenig Glück, Lisa Mante, zum 9:5 für Bad Schwartau. Andrea Klaassen war da noch am Ball, aber er fällt trotzdem rein. Jetzt haben wir hier nicht ein Bild wahrscheinlich, aber auch eine klare Instruktion, ein Kurztraining vom Trainer des VfL Bad Schwartau für Lara Frank für das Verhalten am Kreis. Und nun Bäuche mit dem Wurf, hat sich dabei wehgetan. Es gibt die gelbe Karte gegen Lisa Mante. Aber Borchert wieder auf den Beinen. Und so kann das Spiel zum Glück für alle fortgesetzt werden. Und jetzt haben sie mal gestellt für Wiebke Tollner. Auch der Ball geht leider am Tor vorbei aus Rostocker Sicht. Und Franziska Nese setzt sich da durch. War die Rostocker Abwehr nicht entschlossen genug, machte den Weg nicht zu. Und so kommt es zum 10:5. Es gibt jetzt wieder ein intensives Einzelgespräch hier an der Seite des Trainers von Bad Schwartau mit Svenja Glas. Der Rostocker Trainer hat sich jetzt etwas hinter die Bank zurückgezogen, guckt sich das Ganze aus der Entfernung an, was seine Mädels hier machen. Und das war ein technischer Fehler und bei Schwartau rollt der Express Richtung Tor und der Ball ist drin. Stina Wickenberg erhöht auf 11:5. Der Spielzug jetzt angesagt auf Rostocker Seite. Ein Einläufer. Und wieder der Spielzug angesagt von außen. Und jetzt Einläufer. Und Zöllner geht zum Wurf, wird geblockt.
Zeitspiel jetzt angezeigt. Die Rostocker müssen jetzt abschließen. Jetzt gibt es noch mal Freiwurf. Aber da bleibt die Rostockerin liegen. Aber Lisa Goldschmidt ist wieder auf den Beinen, kann weitermachen. Zeitspiel noch angezeigt. Der war noch nicht angepfiffen und jetzt soll Töllner hochsteigen und wird geblockt. Und der Pass des Torwarts von Bad Schwartau kommt noch an einen Pass und da ist sie völlig frei und der Heber geht über das Tor. Während des Angriffs gibt es jetzt einen Torwartwechsel auf Rostocker Seite. Stefanie Bergmann nun im Tor für den Rostocker HC. Und ein Wurf mit Ansage abgeblockt und den zweiten hat sie dann trotzdem, Lisa Goldschmidt, mit dem 11:6. Und ein technischer Fehler, ein sogenanntes Doppeldribbling. Zweimal zugegriffen. Das gibt Freiwurf für Rostock, aber der lange Pass kann nicht gefangen werden von Scharlauk. Und so ist der Angriff wieder auf Seiten vom VfL Bad Schwartau. Das war schön heraus und rausgespielt und klasse Abschluss von Katharina Berg zum 12:6 für den VfL Bad Schwartau. Und jetzt sehen wir hier ein klein bisschen ein ungedrehtes Bild von der ersten Halbzeit. Nun Bad Schwartaus Trainer auf der Höhe beim ständigen Reden mit seinen Spielerinnen und der Rostocker Trainer etwas hinter die Bank zurückgezogen. Nicht mehr so stark wie in der ersten Halbzeit und mit Anlauf mahnte mit dem 13:6. Und das war sehr gut durchgesetzt in der Mitte von Wiebke Töllner und sie verkürzt auf 13:7.